Da sind wir wieder. Jo, ich bereue es. Und wie fühlen wir uns jetzt? Wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt in der letzten Sitzung, also gehen wir doch etwas tiefer dieses Mal. Okay. Wenn du das möchtest, oder sie. Sie, sorry. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Okay. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Okay. Dann schauen wir doch mal. Männer machen mich nervös, Frauen machen mich nervös. Eigentlich gar nichts von beiden, aber... Was ist denn dann jetzt eher? Was würde man denn jetzt eher nehmen? Ich glaube für unsere, also für mich wäre es dann jetzt eher die Frauen, obwohl, also... Wie gesagt... Frauen machen mich nervös. Gut. Frauen machen mich nervös. Ich habe Angst vor weiblichen Formen. Okay, weiter. Ach, kurz umblättern mit unserem Buch. So. Flugzeuge oder Gedränge macht mir Angst. Also Flugzeuge sind auf jeden Fall, da bin ich auf jeden Fall schon ein bisschen nervöser, als wenn ich jetzt im Gedränge irgendwie bin. Also im Flugzeug bin ich auf jeden Fall, also macht mir jetzt keine Angst, aber bin ich auf jeden Fall schon ein bisschen angespannter. Ja, Flugzeuge. Eine Seite weiter. Ich fürchte mich vor Höhen, eindeutig. Ich fürchte mich vorm Ertrinken. Nee, ich fürchte mich eher vom... Also wenn man jetzt auf Seen oder in Seen oder im Meer schwimmt, fürchte ich mich tatsächlich, dass hier irgendwo ein Hai herkommt und mich nach unten zieht ins Wasser. Das ist kein Scheiß. Aber ich fürchte mich auf jeden Fall mehr von dem vor Höhen als vorm Ertrinken. Ja. So, weiter. Ich bin mal gespannt, was dabei nachher rauskommt. Kann man sich ja hier selbst erforschen. Ratten machen mir Angst oder Schlangen machen mir Angst. Ratten habe ich nicht so wirklich Angst. Also Schlangen auf jeden Fall schon eher. Schlangen. Er notiert einfach. Er wird schon wissen, was er tut. Messer oder Pistolen? Ja, auf jeden Fall Waffen. Waffen sind da auf jeden Fall beängstigend. Weil Messer sind ja... Eigentlich alltägliche Sachen, alltägliche Dinge, die irgendwie benutzt werden. Schlangen oder Kakerlaken? Schlangen. Er ist immer noch am Mutieren. Ich mach einfach... Clowns oder Vogelscheuchen? Also wenn ein Clown so aussieht, ne, dann ist es ja wohl klar, dass man den Clown eher nimmt als eine Vogelscheuche, oder? Also ohne Scheiß, wenn ein Clown so aussieht und vor mir steht, dann kacke ich mir instant in die Hose. Also ganz ehrlich, Clowns machen mir in dem Fall mehr Angst. Krähen sind beängstigend oder Blut? Ekelt mich an. Nö, eigentlich, also gar nichts von beiden. Ich habe jetzt irgendwie keine Angst vor Krähen oder so. Blut ist zwar eklig, aber habe ich jetzt auch kein Problem mit. Können wir auch einfach weiterblättern? Nee. Wir müssen uns für eins entscheiden. Gut, dann nehme ich auf jeden Fall eher das Blut. Hey. Ha. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Dieser Typ, ne? Sei nicht nervös. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Okay. Okay, machen wir weiter. Spinnen. Eindeutig Spinnen. Ich hasse Spinnen. Oh Gott. Spinnen. Spritzen. Nadeln. Ja. Auf jeden Fall. Wir sollen ja schneller machen, hat er gesagt. Warum er so einen Stress macht, weiß ich jetzt auch nicht. Aber der Typ ist sowieso nicht so sympathisch. Zombies machen mir Angst. Oder Clowns machen mir Angst.
Nee. Also Zombies. Nee, Zombies eigentlich jetzt so gar nicht. Finde die manchmal eher so lustig, wie die aussehen. So wie er jetzt. Nö, dann doch eher wieder die Spritzen. Wie hattet ihr denn entschieden in den Sachen jetzt? Also was hattet ihr gewählt? Donner. Also ich muss sagen, früher hatte ich immer vor Gewitter und so richtig Schiss. Aber mittlerweile, eigentlich nicht mehr. Dann nehme ich wieder die Nadeln. Das ist sehr interessant. Du sagst es. Danke. Kein Problem, Mann. Dass du so gründlich warst. Spinnen. Clowns. Und Nadeln. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Lustig. Wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Klasse dich jetzt schon, Dr. Hill. Was es auch immer mit dir auf sich hat, also ich weiß nicht, keine Ahnung. Er geht wieder an sein Fenster, diesmal ohne Tee. Sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Ham. Oh, verfluchte Schwester. Nein! Shit! Ah! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal 1 Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja. Na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Yo, 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 steigt hier oben bald die Party oder was? Klar, Mann. Ist alles okay? Hey, geht's dir gut? Muss echt hart sein ohne deine Schwester. Stop. Ich meinte nur das. Nein, ich weiß, was du meinst. Mann, ehrlich, ich bin drüber weg. Ich will nur, dass wir eine schöne Zeit haben, weißt du? Genauso wie es früher war. Verdammt! Das blöde Ding. Vereist. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen können. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Hey Ash. Hey Chris. Seltsam zurück zu sein, schön wieder hier zu sein. Auf jeden Fall seltsam. Und alles klar? Ja, außer dass mir echt kalt ist und ich hier ein komisches Gefühl bekomme. Es ist ziemlich schräg wieder hier oben zu sein, ha? Huh? Ja. Ja, das ist es wirklich. So, jetzt nochmal uns einen zweiten Eingang hier verschaffen, oder was? Das könnte man mit der Jacke nicht irgendwie am Schloss reiben, weil es... Also das könnte man doch irgendwie schmelzen lassen. Was haben wir denn da? Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder?
Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Oh. 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 Ashley. Und was machen wir jetzt? Protestieren oder zustimmen? Setzen wir ihm vielleicht mal ein kleines Zeichen, oder? Hey, lass den Scheiß mal. Ja, ich meine, wenn du sie nicht flachlegst, bestimmt ist Mike dran interessiert. Aber lässt du das vielleicht mal sein? Ruhig. Ich will doch nur sehen, ob bei dir da unten noch Leben herrscht. Ja. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste! Ich weiß nicht. Vielleicht hast du recht. Schwierig. Aber wo er recht hat, hat er recht. Wir sind allein. Keine Eltern. In der Umgebung. Komm. Komm, Chris. Vielleicht hast du recht. Du bist Komm. Ein Killer, Bro. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht. schon gut, kapiert. Wow. So, geh weiter, oder? Also, komm, Josh. Wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Was hast du hier? Vier entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Da sind Scheiben. Was haben wir denn hier? Keiner steht auf Frostbeulen. Na, Axt. Die weg ist. Keine Axt mehr da. Wo ist die hin? Dann schauen wir da mal nach. Axthalterung untersuchen. Eine an der Wand befestigte Halterung, in der eine Axt stecken sollte. Die Axt fehlt jedoch. Mal gucken. Vielleicht ist sie auch nur einfach so rausgefallen. Ich wollte halt die frische Luft, da hat die Scheibe eingeschlagen. Nee, aber wo ist die hin? Mir geht hier langsam der Saft aus. Jetzt verreckt mir auch noch mein GPS. Ja, das nenne ich ja mal. Was haben wir hier? Sehr gut. Oh, da kommt schon. So, weiter damit, Jungs. Sehr gut. Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Oh. War ich das? Ja, klar. Ich glaub nicht. Hier, nimm das. Okay, Chris. Oh, Chris, ich hab gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und husch. Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo. Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Natürlich, kein Problem. Nein, aber ich... Geh gepaart. Chris. Okay, Chris, wir zwei müssen das jetzt machen. Da vorne liegt auf jeden Fall schon mal was. Was haben wir denn hier? Schon wieder so ein Totem. Was liegen die Dinger überhaupt hier überall rum?
Ein Verlust-Totem. Das ist nicht gut. Was war das denn? Hallo? Irgendeine Ratte? Hier haben wir nichts. Wo soll denn dieses komische Deo sein? Das kann ja überall liegen. Okay. Ganz vorsichtig. Ha! Echt cool. Ja. Hinweis entdeckt? Wieso denn Hinweis? Ein Porträt der Washington-Familie. Hannah trägt ein auffälliges Medaillon. Okay. Ein auffälliges Medaillon. Gehen wir mal weiter. Was war das denn? Ja, das war eine Tür, die zugefallen ist, Mann. Hallo? Alter. Von rechts kommen komische Geräusche. Wir müssen das Deo finden. Ich weiß, das ist eine scheiß Idee, aber wir müssen ja dahin. Deo? Komm von hier links. Alter. Schon wieder ein Foto. Schmetterling an der Schulter. Ein Foto von Hannah, Sam, Mike und Emily beim Highschool-Abschlussball. Und die Familie vielleicht was mit diesen Ureinwohnern zu tun haben? Was rattert hier denn so? Können wir hier runtergehen? Nein, 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 ich will da nicht runter. Ich will nicht in den Keller. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, den Geräuschen zu folgen, aber ich weiß, ich glaube, wir müssen das machen. Was ist denn das für eine Tür hier? Zu. Wo ist denn dieses verkackte Deo? Können wir das Licht nicht anmachen? Können wir das Licht anmachen? Nein, können wir nicht. Oh Mann. Was können wir hier? Hier konnten wir auch noch was probieren. Ist wahrscheinlich auch zu, ne? Natürlich. Oh shit. Es wird sich. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Ja. Okay, Chris. Wir müssen. Ah, da oben ist das fette Fenster, was rattert, ey. Hallo Fenster, können wir das mal bitte zumachen? Warum können wir das Fenster nicht zumachen? Und wo soll jetzt dieses Deo sein, bitte?
Alter. Ihr wollt mich doch verarschen. Deo. Alter! Ich war... Ey, das war so klar, ne? Ohne Scheiß. Alter, so ein Dreck! Du Dreckswolf! Sehr gut, Chris. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Shit! Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was denn? Bist du stock? Es wäre ein Tier, ein Tier. Oh, oh, oh. Nur ein kleiner Kleinifras. Wie eine Sonne. Home, sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut, drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Oh. Was geht, Party People? Hey! Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch! Ja. Komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow. Ganz ruhig, Cowboy. Hm. Wieso warnen? Ich meine, er weiß doch, dass er Matt mit der zusammen ist. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Ach so, was? Die andere Seite. Ach so, okay. Ich habe euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Klar. Ja, klar. Bestimmt war das alles. Weißt du was? Denk doch, was du willst. Ist mir egal. Pass bloß auf, Mike. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst, jetzt durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Runter, Jungs und Mädels. Immer mit der Ruhe. Nein, Schnauze, Matt. Halt dich da raus, du Trottel. Hey, pass auf. Ach, auf der Finkantam gehört der Tag ein die. Wissen, Mist, von aus. Es ist sowas von nicht, du denkst. Wie kann ich denken? Ja, das ist der Zeugnis, denk da, du den Chefvögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Leute. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover, Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja,
Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie legt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Huh? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, Em, vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du's? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Oh Mann, ey. Okay, ich nehme jetzt ein Bad.